So Leute, das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Wir sagen 2023 Sayonara! Oh, das musst du rauscutten, Entschuldigung. Sayonara! Irgendwas, was kinderfreundlich ist. Du Ungetier! Und hallo 2024! Mir wurde ein Jahresrückblick gemacht mit etlichen Clips aus diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt, was das alles so beinhaltet. Denn das Jahr war sehr wild. Es war super wild. Es war super wild. Mayonnaise. Und damit gehen wir rein in das Video. Let's go. Hi Leute, ich wünsche euch übrigens ein frohes neues Jahr. Ganz viel Gesundheit Januar. Und den ganzen anderen Bums. Halt die Schnauze! Halt die Schnauze! Okay, dann halt nicht! Dann halt nicht! Dann wünsche ich euch gar nichts! Ihr Pisch! So nämlich! Dann wünsche ich euch gar nichts! Das war richtig gemein. Das war richtig gemein! Aber guck mal, da habe ich wenigstens einen Weihnachtsbaum aufgestellt. Nicht wie dieses Jahr. Ciao! Oh mein Gott, der Teddy. Oh mein Gott. Arbeite für mich! Bring mir Essen! Ich hab Hunger! Auf Seelen! Ich höre dir! Das, meine Freunde, war der Bay-Teddy, der euch nicht in die Augen sehen darf, weil sonst Dinge passiert sind. Der Bay-Teddy, Alter! Na klar gibt's den doch! Na klar! Und dann wird Ferry verifiziert. Verifiziert. Leckt mich. Bis gleich. Schwarmsee! Kleine Bitch! Die! Na 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 la 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 la. Voll beruhigend. Wie die letzte Psychopathin einfach. Aber das war wundervoll. Das war wundervoll. Freunde, das eben war Bioshock. Bioshock ist meine absolute Lieblingsspielreihe geworden im Januar. Ich habe einen Game-Marathon gemacht, da ging der erste los und ich habe den ersten Teil von Bioshock komplett an einem Stück durchgeballert. Nochmal erwähnenswert, dass ich erst später bemerkt habe, dass ich auf Experte gespielt habe und mich gewundert habe, warum das so schwer ist, aber ich habe durchgezogen. Und dann haben wir es einmal runtergestellt. Ich habe sogar ein Bioshock-Tattoo. Would you kindly? Schön! Ich will nochmal Bioshock spielen. Ich möchte mir meine Gedanken auslöschen, dass ich das nochmal spielen kann. Oh, meine Haare sahen da hübsch aus. I like. Oh, da kommt doch bestimmt gleich irgendein dreckiger, verdammter Jumpscare, weil irgendwie gleich mir entgegengesprungen kommt, oder? Oh, nee, sieht entspannt aus. Okay, dann doch nicht. Ein Glück. Ich kann hier ein bisschen entspannt looten. Halt die Schnauze! Hartclip, danke für 500 Bits, vielen lieben Dank. Du verfickte Spiel! Du verfickte Dieses. Das war so gemein. Ich war mir so sicher, dass da ein Jumpscare kam. Ich war mir so sicher. Und dann gehe ich da rein und denke mir so, oh. Nö, alles gelootet, alles entspannt, hat eine neue Waffe. Ach so, deswegen war das so da gebaut. Okay. Arschspiel.
Das war übrigens Metro. Auch absolutes Favorite. Absolut. Nach Bioshock. Nach Bioshock. Obwohl, nee, nach Bioshock kommt noch was anderes. Das kommt vielleicht hier auch noch drinne vor. Mal gucken. Oh nein! Ich krieg das nicht hin! Könnte doch bitte ein Prinz mir helfen! Ich bin schon da! Oh Gott! Ich sag deinen Prinz, nicht sein Pferd. Du bist nicht! Bam! Mori! Du Dreckige! Lächeln Cobra 4! Glückwunsch! Wo wir bei der Spinne sind. Glückwunsch! Hä? Cobra ist eine Schlange, keine Spinne. Ich gebe immer wieder bei. Und da, meine Freunde! Da, meine Freunde! Ist die wirkliche Spinne zu uns gekommen! Lang lebe die wirkliche Spinne! Drücken, wie du dich für Spessel... Februar! Speziale Streams. Projekte manchmal in Schale wirst und wie gut das Endergebnis jedes Mal aussieht. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Danke, 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 Miller. Dankeschön. Ich glaube, wenn jemand fragt, Kitten, was macht dich als Streamerin eigentlich aus, würde ich sagen, halt die Schnauze! Was? Dieser Clip war so Gold! Das war so Gold einfach! Ich liebe alles daran, wirklich alles! So ein geiles Ding einfach, meine Fresse! By the way, habe ich schon so gesehen, dass wir jetzt Februar haben? Wir haben jetzt Februar. Oh mein Gott! Was? Okay, okay. Nice, nice. Hast du ein Schwert? Oh Gott! Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr, ja. Alter, was? Dieses Spiel, Alter. Dieses Spiel hat mich komplett zerstört, wirklich. Das war absolut schwierig. Absolut schwierig. Wir wollen uns nur über unser Wohlempfinden hier erkunden. Haben wir Sorge, wenn wir weiter rausgehen? Oder wie ist die Lage zurzeit? Zurzeit sollte alles sicher sein. Es sollte keine Probleme geben. Falls ihr dennoch besorgt seid, solltet ihr vielleicht mit dem Hauptmann sprechen. Vielleicht kann er oh euch Gott. Jemanden zur Hilfe, Seite stellen. Hilfe! Hilfe! Ein Bär! Hilfe! Ein Bär! Hilfe! Ein Bär! So viel ein zur Bär. Sicherheit. Was ist mit Sicherheit? Das war so lost! Das war so lost! Einfach wirklich! Was wirklich, das war so fantastisch! Was für ein Timing einfach! Was für ein Timing! Ist alles gut? Ja, hier ist alles gut. Ah, dann ist ja schön. Auf einmal kam ein Bär rein. Okay, okay. So viel dazu. Absolut Liebe, ey. Hast dich. Aber sind Sie denn zufrieden mit der Frisur? Wir können oh ja, sie sieht fantastisch aus. Und dunkler machen. Wo ist denn der Bart hin, Dicker? Sorry. Naja, ich glaube, den Bart brauchen Sie, um vor oben ein paar Haare anzukleben. Ja, aber ich liebe einen Bart. Also, wenn das möglich wäre, es Ihnen möglich. Ja, wo ist denn der Bart hin, Dicker? Was ist denn der Bart hin, Dicker? Jawohl. Oh Mann. Ich glaube, ich sollte ihm erstmal nicht zu nahe kommen, ehrlich gesagt. Oh
Ich bin so schockiert, ich kann kaum reden. Das Ding ist, wenn du einen Lachkrampf bekommen hast und Leute dich anspüren und mit dir reden und du kannst nicht antworten, weil du am Lachen bist und dir irgendwas einfallen muss, dass du irgendwie kommunizierst, dass Leute wissen, du bist noch da. Und ich denke mir, hau, ernst bleiben. Ich halte das nicht mehr aus. Und sie soll meinen Namen schon mal üben. Nein. Wartet, haltet ein, geht daher. Oh. Die Tür ist abgeschlossen, ich bin so aufgeregt, ich will hier raus. Lass sie doch raus. Komm wieder. Ich hab leider keine Daumen. Keine. Oh Gott, freut sie sich. Es ist wunderschön zu sehen. So, ja. Viel Erfolg. Oh, danke, Alexander. Haltet ein. So, haltet ein, Kitaya. Ich konnte nicht mal den Abgang machen, weil die Tür abgeschlossen war. Es war wirklich außerordentlich peinlich, Kitaya. Aber das werden sie bestimmt bald vergessen. Ist das alles einleuchtend? Ja, Vater. Und wie gesagt, als gefragt wurde, wie ich zu dem Gerücht zu euch stehe, habe ich gesagt, ich würde meine Hände dafür ins Feuer legen, dass dem nicht so ist. Das Gleiche würde ich für meine Schwester auch tun. Deswegen danke. Disconnect. Das hat ihn umgeworfen. Ja. Ich hol noch was zu essen von unten. Ein paar Kartoffeln, denke ich. Das sind Wachmacher. Das sind Machwacher. Timings, die einfach so fantastisch waren, ey. Oh, Lachsmann, ich liebe dich so sehr. Oh, Lachsmann, ich liebe dich nur noch so noch mal. Oh, Lachsmann, du bist das wie ein Lachsmann. Du bist allein, lass nicht mein Schiff verstehen. Ja, ich glaube, das kriegst du hin irgendwie, Sunibert. Wo kommst du denn her? Ja, von da. So. Ja. Scheiße, ja, ich bin unten wieder bei Dina. So. Ich hab einfach mein ganzes Leben ausgeschmuckt. Das war auch einfach monatelang einfach ein Alert bei uns. Das war... Wo kommst du denn her? Ja, ich, von da, so. Ja. Scheiße, ja, ich bin unten wieder bei Dina, so. Aber wäre es vielleicht ein... Ich überlege gerade, ob es wäre eine Möglichkeit, jemand anderen zu nehmen und einfach zu sagen, dass die andere Person wäre einfach die bessere Diener, so mit der Diener haben. Aber ist durch meine dann schicken Nase wir gekommen. Nur die nächste arme Selle in diese... Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, Kevin, Mann! Du blöder Penner! Oh Gott, Kevin! Und da war der nächste Alert! Oh Gott, Kevin! Und der nächste Alert wurde geboren! Alter, auch dieses Spiel, wir sind im März, auch dieses Spiel, absolut geil gewesen, absolut, ich hab's so geliebt, das mit euch zu spielen. Er hieß ja eigentlich Kelvin, aber bei mir hieß er Kevin und Kevin und ich hatten eine sehr besondere Beziehung in diesem Spiel. Er hat einfach jeden Shit abbekommen, der Arme. Warum bist du so? Warum bist du so, Kevin? Mann! Oh, Digga, Alter! Wenn du Rüstung brauchst, kein Problem, dann komm ich vorbei. Ich komme nicht allein, denn ich hab Stoff.
und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt, wenn du eine Rüstung brauchst, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt. Ja! Wenn du eine Rüstung brauchst, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt. Wenn du eine Rüstung brauchst, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt. Oh, Kevin, Mann! Du blöder Penner! Oh Gott, Kevin! Warum bist du so... Warum bist du so Kevin, Mann? Wenn du eine Rüstung brauchst, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt. Wenn du eine Rüstung brauchst, kein Problem. Dann komm ich vorbei. Ich komm nicht allein, denn ich hab Stoff. Und Blatt. Ich hab Stoff. Und Blatt. Da nochmal einen dicken Shoutout an Thomas, an Saar Thomas für dieses absolut geile Lied. Wirklich danke dafür. Einfach nur fantastisch. Und auch das Spiel, Alter, so ein geiles Ding. Es hat so viel Spaß gemacht und ich habe so gelitten. Und Freunde, wie ihr es jetzt unschwer erkennen könnt, stehen da gerade 12 Stunden 58. Das war der erste Tag meines Sabatons, den ich gestartet habe, weil ich an dem Tag 2 Jahre auf Twitch war. Ja, 2 Jahre auf Twitch. Gefeiert mit einem Le Sabaton. Und ja, schauen wir mal. So nasse Hände, Alter. Oh nein, der Ekelshot. Oh, ich darf so die Nase leider nicht zumachen. Oh, ich schmeck's immer noch. Oh, ich schmeck es. Digga. Fuck! Ist das... Es ist ekelhaft. Oh, ich hab so gelitten, Mann. Ich glaube, es war Sojasauce mit Sriracha-Soße oder mit dieser Samyang-Soße und Knoblauch, irgendwie sowas. Es war absolut disgusting. Oh, und ich hatte sogar Stücken. Oh Gott, Mori, du bist so ein Mist. Also, wie roll ich denn überhaupt? Keine Ahnung. Wolltest du überhaupt? Wie roll ich? Okay, Mama. Hab ich. Ein Desaster! Was sind das für Rollen? Was ist denn mit diesem Mädchen, Alter? Was ist mit ihr? Schere, Stein, Papier. Ha! Gewonnen! Best of 3. Was? Ich wusste nicht, was er von mir will. Da haben wir so, was? Was willst du? Och Mann, ey. Ja, tatsächlich hatten wir hier die Diablo-Warteschlange überbrücken wollen. Im Le Sabaton, wo ich gerade 80 Stunden habe. Verrückt. Und ja, mit Schere, Stein auf Papier, Best of 3. Papier. Ha! Gewonnen! Best of 3. Was? Können wir mal darüber reden, wie fantastisch mein Make-up gerade da aussieht? Oh mein Gott! I love it. Oh, Cock. War nur Spaß. Was für ein Cock? Okay, okay. War nur Spaß. Oh, Cock. Nein! Oh, Scheiße! Das habe ich verdrängt! Oh! Oh,
scheiße, habe ich das verdrängt. Und ich habe gerade gedacht, scheiße, ich habe mein Be Right Back nicht weggemacht, aber es ist ja gar nicht. Oh, scheiße, Mann. Kurz, ich will was sagen. Ich will was sagen. Bevor wir jetzt da reingehen, will ich für alle Neuen was sagen, okay? Ich mache hier manchmal Goals, weil die Leute lieben Goals. Und ich hatte ein Sub-Goal. Und manchmal denke ich, das sind coole Goals. Und manchmal vergesse ich, dass es Mori gibt, der aus einem normalen Goal was Schreckliches macht. Darf ich vorstellen? Oompa Loompa Lickitor. Ich sterbe, Leute, ich sterbe. Ich sterbe. Absoluter Fiebertraum. Ich will nicht. Absoluter Fiebertraum. Ich sehe so bescheuert aus. Ich hab voll vergessen, wie scheiße ich aussah. Oh mein Gott, ist das schrecklich. Das Goal hieß, im peinlichen Outfit Just Dance spielen. Alter Schwede. Oh mein Gott. Dieses Oberteil, Alter. Ey, Karamba. Diese Frisur. Der Schwanz. Man könnte sogar mir eine digitale, ja, eine digitale Map, das wäre ein Navigationssystem, ne? Ich hab... Ich wollte gerade sagen, wie in einem Game. Wie so eine Map, die du aufmachen kannst. Aber das ist ja das Navi. Was stimmt mit ihr nicht? Ich weiß nicht. Ich kann mich mit dieser Person nicht mehr identifizieren. Würde ich jetzt nie mehr da sagen. Ich dachte, das Game hat keine Karte. Aber dann könnt ihr mal wieder sehen, auch ohne Map bin ich so weit gekommen und bin verdammt gut. Also, Map, wer braucht das schon? Map, ich lache dir ins Gesicht. Niemand braucht dich. Oh mein Gott! So ein Mistvieh. So ein Mistvieh. Das hat so weh getan. Ich bin richtig mit meiner Hand dagegen gedonkt. So ein Mistvieh. Ja, Ausrufezeichen Nurul in Chat. So ein Arsch. Mama! Alles für den Sieg. Wow. Dankeschön für die Donation. Ihr seid doch wahnsinnig. Ja! Oh mein Gott, diese Lust! Halt die Schnauze! Diese Lust! Ich hab einen Schwanz. So eine Twitch-Cap. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich gerade bei meinem Mikrofon entschuldigt. Oh mein Gott! Ich seh's! Was? Ihr wollt ficken! Ja! Da fing das Ganze an, ey. Da fing das mit diesen ganzen Bits erstmal an. Ey, Karam. Oh mein Gott. Jump King. Freunde der Nacht, wir haben April. Ich weiß gar nicht, ob wir davor auch schon April hatten. Und ich glaube, ich bin still im Sabaton, ne? Das war's. Das war's. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse alles daran. Ich habe keine Lust mehr. Ich muss einmal kurz durchatmen. Ich komme gleich wieder. Ah! Aber sonst bin ich eigentlich ein sehr entspannter Mensch, Leute. Nee! Doch? Schwöre.
Gewesen, ja. Es macht so viel Spaß. Jawohl! Ich bin so glücklich. Fuck! Fuck! Warum? Fuck! Ich hasse es jetzt schon. Scheiße! Fuck! Fick! Scheiße! Mann! Fuck! Scheiße! Sei doch still, Mori! Halt doch die Schnauze, Mori! Geh weg, geh bouldern oder so! Fuck! Hä? Fuck! Fuck, 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 fuck! Scheiße! Scheiße! Das ist ja noch beschissen als ich. Oh mein Gott! Was ist das für ein Drecksgame? Fuck! Scheiße! Ich klatsch den gleich gegen die Wand, Alter! Dieses kleine Mistvieh, Alter! Du kleines Mistvieh! Nein, nein, nein! 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 Ah! Nein! Shit! Scheiße! Das ist ein wundervolles Subgirl gewesen, ja. Es macht so viel Spaß. Ich schwöre, ich bin entspannt. An alle Neuen, die hier sind, so das. Okay, an alle Neuen, die hier sind, wir wollen ja ehrlich sein. Wir wollen ja ehrlich sein. Ich bin durchgeknallt. Und nochmal dazu gesagt, alles, was gerade gesagt wurde, wurde nicht doppelt mit reingenommen. Jedes Fuck war auch so gemeint und war auch nur einmal drinne. Nur mal so zur Info. Boah. So ein böser Mensch! So ein böser Mensch! Und den lade ich hier in meine Wohnung ein und breche mit ihm das Brot. Ich glaube, es hackt. Nee, ich werde diesen Menschen das Gastrecht nicht aussprechen. Und wenn es eine rote Hochzeit gibt, dann wird es eine geben. Das Gastrecht wird nicht ausgesprochen. Krieg! Nuru! Krieg! Auf dem Lab ist es nämlich so, wenn ihr Leute zu euch einladet, und da ist so ein bisschen Clinch und schwierig, müsst ihr immer darauf aufpassen, dass sie euch das Gastrecht aussprechen. Weil tun sie dies nicht, also man muss natürlich auch dahinter stehen, aber Leute, die das Gastrecht aussprechen, die sagen, solange du hier auf unserem Land bei uns bist, tun wir dir nichts. Und wenn das nicht kommt und es zu einem Konflikt kommt, greifen sie dich vielleicht an. Deswegen muss man immer dann aufpassen. Beim Lab. Ist halt so beim Lab, ne? Beim Lab, da haben wir das so mit dem Gastrecht und sowas, ne? Da kannst du sicher sein, da wird das Brot gebrochen und dann ist Clinch nicht so schlimm, wir gehen wieder. So, nur mal so. So, und da seht ihr jetzt, was für ein gemeiner Nuru ist. Schwein. Aber ich habe trotzdem aus ihm ein Fabergé-Ei gemacht. Ich habe aus Nuru an dem Tag einfach ein Fabergé-Ei gemacht. Guckt ihn euch an. Schaut ihn euch an. Er ist einfach ein Fabergé-Ei. Und immer noch still im Le Sapoton. Dann meinte ich, ey, super häufig. Oh mein Gott! Ich seh's! Was? Ihr wollt ficken! Ah! Nutte! Ich brauch das! Ich hab einen Schwanz. Oh Gott, Kevin! Ja! Halt die Schnauze! Nani hatte auch seinen Spaß, ey! Alter, warum kamen die auf einmal so schnell bei dir? Nani hat einfach Bits durchgespielt. Guckt's euch an. Die dachte, der Sabaton ist bald vorbei. Ja, was ist passiert? Warum sind wir bei über 40 Stunden? Ich war kurz auf Klo. Ich war kurz auf Klo und hab nach Wäsche geguckt. Warum sind wir über 40 Stunden? Okay. 10. Oh Gott. 9. Und da, meine Freunde, der Clip, der erstens beliebteste Clip von mir auf Twitch.
Und zweitens der Clip, der mich am meisten gebrochen hat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Halt die Schnauze! Boah, eine Sekunde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... 2, 1. Ah, du Stück Scheiße. Ich will ihm den Finger abbeißen. Was macht ihr denn? Es ist doch vorbei. Warum macht ihr noch so viel? Ja! What the fuck? Ich will ihm den Finger abbeißen. Oh, du hast so krass durchgezogen. Habt ihr allen Ernstes damit gewartet, damit es vorbei ist, damit ich schlafen abbeißen. Kann und habt mich jetzt trotzdem sofort... Abbeißen. Was? Ja. Was zum Teufel, Alter? Oh. Oh. Oh, shit. Alter, shit. Oh. Ja, Freunde, da endete der Sabaton. Puh. Nach 38 Tagen. Und ich war halt echt kaputt, weil der letzte Tag war echt krass. Aber es hat ja so ein Sabaton nun mal an sich, ne? Man weiß nie, wann es vorbei ist. Und letzten Tag haben wir halt die Nacht durchgemacht und es war noch Schlafenszeit, dann eine Stunde. Ich habe geschlafen, nicht geschlafen, es war absolut crazy. Das war absolut crazy einfach. Und am Abend, ich war halt duschen, bin wiedergekommen und langsam ging die Zeit runter, nochmal ein bisschen hoch, wieder runter. Und dann ging es halt wieder runter und ich dachte so, okay, vielleicht endet es jetzt vielleicht nicht, wer weiß. Und dann hat es geendet. Und als dieser Timer auf null gegangen ist, haben noch mal so viele Leute rausgehauen und alle meinten so, ey, wir wollten warten, bis der Timer auf null ist, denn wir erwarten nicht mehr, dass du jetzt noch weiterhin hier live bist, weil du hast so viel gemacht und so. Aber wir wollen dich jetzt noch weiterhin supporten und das hat mir so, also ich war fassungslos. Die Community hat halt schon so viel supportet und so viel gemacht und so viel getan und so. Es war einfach so ein insanes Ding. Es war so insane, wirklich. Und dann kam dieser ganze, diese Wall of Subs und allem drum und dran und ich dachte mir so, hä, es ist doch jetzt vorbei und ihr so, Kitten, wir brauchen das nicht. Wir brauchen, also es ist schön, aber es ist kein Grund dafür, dich zu supporten, sondern auch, ja, aber nicht nur so, das hier. Und ich dachte mir so, das ist doch jetzt nicht wahr, Alter. Das ist jetzt nicht wahr, das war... Boah, das war der krasseste Moment echt in meinem Streaming-Leben, wirklich. Also ich habe ja jetzt schon in der kurzen Zeit viel erlebt, aber das war der krasseste Moment einfach. Das war einfach der krasseste Moment ever. Und das werde ich auch niemals vergessen, ey. Boah. Puh, scheiße, ey. Das war für uns alle eine mega krasse Erfahrung. Das Ende war das Beste, was man sich hätte vorstellen können. Es waren so viele Leute da. Wir haben auch einfach ohne Raid in der Zeit, weil alle das Ende noch irgendwie miterleben wollten, hatten wir, ich habe die Zuschauerzahlen halt aus, ich habe die ausgestellt und beim Ende hatten wir 1023 Leute.
1033 sogar. 1023 und 1033. 1023, ich weiß nicht. Aber wir haben über 1000 Leute, die zugeschaut haben. Ohne Raid. Das war absolut crazy. Absolut crazy. Wie viele dieses Ende mitgefiebert haben, es miterleben wollten und so. Ist jetzt vorbei, ist es nicht vorbei und dann das. Also Leute, das war absolut intensiv. Absolut. Absolut. Und ich kann euch eins sagen, und das kann ich auch endlich sagen, ich bin da auch selber auf mich so krass stolz, das so krass durchgezogen zu haben, mit on stream pen, ohne wirkliche Pausen geballert zu haben, Content rauszuhauen, mir das Beste einfach auszusuchen, was kann ich noch machen, ich will euch ja was zurückgeben, ich meine, Dauerlife zu sein, ja schön gut, aber ich muss doch auch was Cooles machen, es soll auch was Besonderes sein. Und für den Support, da muss man aus jeder Ecke einen Schnuff rausholen. Also so für mich, so meine Gedanken. Und ich weiß, das habe ich da auch getan, deswegen absolut geil. Absolut geil, wirklich. Absolut geil. So. Ui, crazy shit. Crazy, 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 crazy. Ah. Oh. Dammit, ey, da kam mir aber sofort in die Pipi. Oh, Junge, ey. Meine Fresse, ey. Was für eine krasse Erfahrung einfach, wirklich. Ich glaube, das ist wirklich eins mit der Highlights einfach gewesen. Und mir ging es gar nicht um diese gigantische Subzahl oder die Bits oder sonst was, sondern einfach diese Erfahrung zu haben, so durchzuziehen, so krass durchzuziehen, und so eine coole Zeit zu haben. Es hat so viel Spaß auch gemacht, die Tage einfach zu beginnen, zu beenden gemeinsam und so. Es war einfach so eine Festigung dieser Community gewesen. Eine Neuaufstellung der Community. Und ja, kann man nicht in Worte fassen. Hier nochmal an alle. Hier nochmal wirklich an jeden Einzelnen, der entscheidet, ob Tapete in eine Wohnung kommt oder nicht. Was stimmt nicht mit euch? TikTok für dieses Video Shit abbekommen. Nani? Oh mein Gott, sind die Leute ausgerastet und haben mich gehasst. Wo seid ihr hängen geblieben? Tapete ist das Dümmste überhaupt. Ich weiß, ihr mögt Raufaser Tapete anscheinend. Das ist ja irgendwie, ne? Aber es ist so dumm. Es ist so dumm. Du guckst die nur an und da ist ein Riss drinne. Du kannst da nichts aufhängen. Es reißt immer auf. Du kannst nicht dran kleben, nichts, gar nichts. Warum gibt es immer noch Raufasertapete? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Nieder mit der Raufasertapete! Raufasertapete ist maximaler Eimermodus. Total! Was soll. Das ist hässlich. Das ist nicht mal schön. So, jetzt geht's mir besser. Und dann kam. Das haben wir halt. Hat Mori für TikTok geschnitten, auf TikTok hochgeladen. Die Junge haben mich zerrissen. Haben die mich zerrissen? Alter, da gab's kein Erbarmen, Leute. Da gab's kein Erbarmen. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Wo ist meine Mama? Sie gesehen. Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Wo ist meine Mama? Wer hat sie gesehen? Bist du meine Mama? Nein, du musst weitergehen. Das ist ganz schwierig. Dann nochmal ein Shoutout! Dann nochmal ein Shoutout an Thomas. Danke auch für das, ey. Wirklich. Absolut wild. Absolut wild. Hallo? Wo kommt die Banane her? Ihr Schweine! Das ist so unangenehm. Leck mich doch am Arsch! Du Pischer. Mein Arsch brennt.
Wo fliegst du hin? Ach, auf Lasagne. Nee, Lasagne. Oh, vergack. Wort Gott in meinem Mund. Was ist denn mit dieser Frau? Was stimmt nicht mit mir? Wo fliegst du hin? Ach, auf Lasagne. Nee, Lasagne. Oh, vergack. Wort Gott in meinem Mund. Alert-Timing ist wie Pupsen-Kitten, weißt du doch. Ja, wenn du es erzwingst, kommt Scheiße bei raus. Was zur Hölle? Wo kommt die Banane her? Bah! Ein Elch, der sich paaren will. Ja. Das war im Mai? Das war im Mai? Das ist schon so lange her? What? Alter. Im Mai, okay, das ist krass. Bums mich! Hey, das war gut! Ja, ich will gebumst werden! Das ist so schön out of context, ich liebe es! Ja, ich will nicht mehr! Was ist das? Was ist das? Spirit! Mann! Ich habe mich einfach selber verhext! Geh nicht hoch! Wo soll ich denn sonst hingehen? Pa, ist mir auch egal. Eins steht fest. Wer mich beim Training stört, mit dem wische ich meine Hantelstangen ab. Dafür kann ich dir Mori geben, den Lappen. Hallo? Joe Belfield. Bist du hier? Ja! Okay, er ist hier, Chat. Komm mit, komm mal. So gehe ich immer mit. Und Mori erschreckt sich einfach gar nicht. Er sagt, ja, ist anscheinend hier. Seid ihr ernst? Lustig. Oh mein Gott. Das war auch ein absoluter Fiebertraum mit Mori. Er hat mich so gehasst. Er hat mich so gehasst. Kitten raus! Wenn ich Kitten mal Gassi führen muss, wenn ich mal frische Luft brauche, dann hat die immer keinen Bock. Und so sieht das dann aus. So stimmt. Entschuldigung. Wie deine Lippen gewackelt haben. War übrigens auch mal ein Alert, aber was ist denn mit meinen Lippen passiert? Entschuldigung! Deine Lippen gewackelt haben! Entschuldigung! Halt die Schnauze! Das waren so viele Blubbeln auf einmal! Gleich, ihr Lieben. Und dann mache ich Rock Simulator an. Ich hab mich gar nicht gehört, weil ich gemutet war. Ich hab ja gerade den Zoom angemacht und ich hab mich voll von mich selbst erschrocken, weil ich eigentlich Be Right Back anmachen wollte. Und dann erzähle ich euch das. Dabei war ich schon längst gemutet. Ich kann nicht mehr. Bis gleich. Jetzt. Der Zoom! Was?
times. Ich weiß nicht, was du meinst. Hi, ich bin Lost Kitten. Dieses Spiel hat mich gebrochen. Und gerade bin ich ein Einhorn, weil es ist spät und wir sind langsam so ein bisschen... Dann geht's jetzt los. 1, 2, 3, 4, Ochse am Berg. Das war das schlimmste Spiel, was ich je gespielt habe. Und Freunde, wisst ihr was? Ich werde die beiden zwingen, das mit mir nochmal zu spielen. Ich werde sie zwingen, das mit uns morgen zu spielen, Leute. Ich werde sie zwingen dazu! Erinnert mich dran. Oh mein Gott! Was ist das denn? Du Mistvieh! Hallo! 1, 2, 3, 4, ich schubse vom Berg, du Arsch! Ich schwöre, alle, die gerade neu sind, ich schwöre, ich bin gar nicht so krass aggressiv. Das sind Clips, das ist ein Zusammenschnitt. Eigentlich bin ich wirklich entspannt. Das ist nur mein, also das ist wirklich, also... alle Leute, die gerade neu sind, denken sich so... Ich habe sie bis jetzt nur schweigend da sitzen gehört und mit Subs vollgebombt gesehen. Was ist das für ein Mensch? Okay, Leute. Okay. Das ist die Wahrheit. Ich bin aggressiv und komisch. Okay? Halt was denn? Was? Halt doch die Schnauze! Ich schwöre wirklich, das war ein schwacher Moment von mir. Ich schwöre. Was zur Hölle, Mann? Was für ein Berg? Halt die Schnauze! Die haben das hier abgekürzt einfach. Sie haben aufgegeben! Sie haben wirklich aufgegeben! Guckt! Im Juli! Sie haben es einfach abgekürzt! Ich glaub, sie sind ja! Alter, Artplays habe ich ja voll vergessen in meinem Kopf. Oh mein Gott, das war so cool. Es fing alles damit an, dass ich einen langen Stream hatte und alle so meinten, ach, guck doch in Artplays rein, mach doch ein bisschen was an Artplays. Ich so, oh, nee Leute, ich habe keinen Plan davon. Und dann so, ja, guck doch einfach mal rein. Ich so, ja, okay. Oh mein Gott, und dann war es so eine wilde Fahrt. Wir waren voll drin. Wir waren voll drin, Alter! Wir haben gewonnen! Wir haben die linke Flanke gehalten! Das war so ein krasses Gefühl, das ist für andere bescheuert, aber wir haben halt hier wirklich versucht, diese Katze hinzubringen und die haben halt versucht, die ganze Zeit noch bei uns, die wollten halt da rein und dann haben sie sich verkürzt, dann haben sie sich verkürzt und wir haben einfach gewonnen, das war so ein krasses Gefühl einfach. Das ist ja voll das coole Gefühl. Ja, sag ich doch. Oh mein Gott, das ist ja so cool. Ich war, wir haben es geschafft! Ich glaub's nicht! Oh mein Gott, das ist so cool! Ich raste aus! Entschuldigung! Na 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 na. In VR, perfekt für Kitten. Wann VR, neues Spiel für Kitten. Ihr seid alle Machoristen, Machoristen. Ihr seid Mayonnaise. Mayonnaise. Da war der Umzug gerade frisch. Guck mal, wie das der Hintergrund aussah und wie er jetzt aussieht. Haha.
Ja, ja. So hat's angefangen. So hat's angefangen, Freunde der Nacht. Hm. Nackt. Ihr seid alles Mayonnaise. Masochisten? Masochisten? Was? Moment, was? Ich kann's immer noch nicht. Mayo-Kisten! Mayo. Die Mayo-Kiste! Maso. Oh, so. Das ja, da war so ein Sechanismus, der hat so gepiept. Der lag auf einer der Taschen drauf. Ein was, Kito? Ein Sechanismus. Ein was? Ein Sechanismus? Warte, ich muss das kurz verspielen, ein bisschen leiser, aber man nicht. Kannst du das nochmal laut sagen? Nein. Doch, ganz kurz, deine Stimme klingt heute so wundervoll, deswegen ich möchte sie gerade wieder hören. Nein. Mechanismus! Oh! Mechanismus! Ich war mir so sicher, ne? Ich war mir so sicher, dass es einfach Mechanismus heißt. Und ich habe bis heute keine Ahnung, warum. Aber dieses Wort soll in den Duden rein. Das wurde so gesagt und ich will das auch so. Bei Sonderling sehe ich mich. Athletisch. Überleben. Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fern Ja, du bist wirklich ein Sonderling. Du kleines Arschloch. Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fern zivilisatorischer Annehmlichkeiten überleben. Ich habe übrigens dieses Silbensprechen von Flo gelernt. PC rattert noch. Muss ihn aufziehen wie so ein. Keine Ahnung, wie so ein Mähgerät. Wie so ein Mähgerät! Wie heißt denn das? Mäh! Rasenmäher! Was zum. Was für ein Mähgerät! Was für ein Mähgerät! Aber hey, guck mal, der Hintergrund wurde auch immer besser. Guck mal, da ist was dazugekommen. Schön! Schön! Ein Mähgerät. Keine Ahnung, wie so ein Mähgerät! Wie heißt denn das? Mäh! Rasenmäher! Das war einfach so schön. Also ich freue mich einfach. Ihr seid ja für mich nicht irgendwelche Zahlen. Ihr seid nicht für mich irgendwelche Leute, die jetzt meinen Stream gucken. Wir sind ja einfach voll Family, wisst ihr? Also wir haben ja wirklich einen krassen Bezug zueinander, so, ne? Ihr seid ja nicht irgendwelche Namen, die im Chat aufploppen oder sowas. Wir quatschen super viel. Ich weiß voll viel teilweise über euch und so. Ich wusste teilweise, wie ihr ausseht, weil ihr Bilder auf den Discord gepostet habt und sowas. Von daher ist es nochmal, denke ich, was ganz, ganz anderes. Und deswegen, ja, war ich tatsächlich auch super gehypt, euch zu sehen, so. Weil ich stelle mich halt nicht über euch, ne? Ihr seid voll viele haben halt so gesagt, boah, Kitten, du hast dich ja voll gefreut, uns zu sehen. Ich so, ja, natürlich. Hä? Imagine, Leute, die schon seit Monaten bei mir im Chat hier chillen und immer da sind und so, stehen auf einmal da und sind da, um mich zu sehen. Natürlich freue ich mich dann. Nani? Ja, die Beleuchtung war ein bisschen... Naja. Wir sind auf Augenhöhe, so. Ich bin ja nichts Besseres oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Für mich war es einfach so, ihr seid auch ja... Wisst, ihr seid ja dann der Mensch, der vor mir steht. Und dann ging mir so, oh mein Gott, wie cool. Wisst ihr? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch einfach manchmal anders oder komisch, weiß ich nicht. Aber ja. Wir haben sicherheitshalber alle Elektronik deaktiviert, die zum Öffnen der Außentür von Rachtraum B benötigt wird und die Tür zusätzlich verschließt. Wenn dieser Frachtraum ausschließlich der Lagerung dient, wollen wir sicher gehen, dass er nicht versehentlich geöffnet wird. Es ist praktisch unmöglich, den Öffnungsmechanismus... Habe ich gerade wirklich Öffnungsmechanismus gelesen? Alter, wie verballert kann man eigentlich sein? Ich schwöre, mein Kopf hat es abgespeichert. Selbst wenn ich es lese, kriege ich es nicht hin. Selbst da geht es nicht. Selbst da funktioniert es einfach nicht. Einfach nein.
Oh, Prey war auch krass. Prey war auch wieder ein Spiel, was wir in einem Stück durchgeballert haben. War wild. War sehr, 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 sehr wild. Öffnungsmechanismus. Oh, oh mein Gott, stimmt. Stimmt. Guck mal, du gehst als Creator aus der Red Bull Lounge, ne? Und hast den Red Bull mitgenommen. Und alle draußen dann diesen hier. Wartet. Schwöre, Bruder, gib mir bitte, komm schon, bitte, gib mir einen. Ey, ich schwöre, ich küsse dein Herz. Bitte, gib mir, komm, gib mir. Oh, bitte, gib mir eins. Ja, genau, so lief es ab. Ey. Hat sie schon gesagt, dass sie lost ist? Anna, Lost Kitten. Nana. Das für dich. Ey, du spielst WoW, ich hab keine Wahl, lass mich zu verlieben in dich. Ja, yeah, ja, yeah. Alles für die Horde, der Sieg ist in Sicht. Ich fang an zu stottern, wenn ich dich seh. Wir lassen uns zu jedem Ort von dir leiten. Doch du hast leider Wortfindungsschwierigkeiten. Du bist eine süße Maus, wir können uns nicht entscheiden, ob ich bei dir bleib oder nach Japan reisen. Lost, du bist lost. Epsi in dein Kopf, denn du bist lost. Komm, wir spielen WoW, besiegen jeden Boss. Lost. Vielleicht hast du ADHS, mach dir keinen Stress. Nimm mich mit zu deiner Quest. Ich will nicht, dass du dich erschreckst, komm und halt dir dich fest. Wir besiegen die Welt, oh. Ey, du spielst WoW, ich hab keine Wahl, lass mich zu verlieben in dich. Ja, ja, alles für die Horde, der Sieg ist in Sicht. Ich fang an zu stottern, wenn ich dich seh. Ich fang an zu stottern, wenn ich dich seh. Ich fang an zu stottern, wenn ich dich seh. Das Tattoo auf deinem Fuß zeigt der Horde den Weg. Zeigt der Horde den Weg. Du hast mich schon längst mit deinem Tattoo. Ich bleibe bei dir, du bist das, wonach ich suche. Kitten, ich kenn das auch, wenn man alles den letzten Drücker macht. Wer hätt's gedacht? Ich hab den Song in einer Stunde gemacht. Nur damit ich dir jetzt sag, wie lieb ich dich hab. Ah, na, na, na. Du spielst WoW, ich hab keine Wahl, lass mich zu verlieben in dich. Na, na. Alles für die Horde, der Sieg ist in Sicht. Kitten. Oh, und dann der Clip. Wirklich? So ein Banger und dann macht ihr den Clip dahinter! Mori! Mori! Real Talk! Warum? Gut, bevor wir jetzt in diesen unglaublich unangenehmen Clip reingehen. Crazy Shit! Danny hat einfach ein Lied für mich gemacht und ich bin fix und fertig gewesen. Boah, was für ein Banger-Lied, Junge! So ein geiles Ding, ey! Meine Fresse, ich war so aufgeregt, ich hab so gezittert, ich war so fertig, oh mein Gott. Tja, und jetzt ist es in meinen Subs, wenn jemand Subs spendet, ist es jetzt halt als Alert drin, weil einfach geil. Deswegen. Und auf der Twitch-Party sogar noch live performt hat. Oh mein Gott, absolut wild. Let's go. Hello there. Ich entschuldige mich auf jeden Fall für das nächste. Entschuldigung, ich hab's voll gefühlt. Als Gronkh drauf reagiert, hat er gesagt, ja Leute. Und das ist halt so der Content hier auf Twitch oder so, hat er gesagt. Ja nur, was soll ich sagen? Tut mir leid! It's a me! Lost the kitten, I don't know. Seitdem ist das Lied so, es gehört irgendwie zu uns jetzt auch, oder Leute? Irgendwie seitdem ist es irgendwie, es gehört jetzt zu uns und es ist toll. Es ist toll, okay? Was soll man sagen? Ich stehe dazu, ich bin unangenehm. Jetzt wissen es auch die Neuen. Mein Song. Baby, it took just
die riechen das. Muss ganz leise essen. Was hast du im Mund? Was hat sie im Mund? Das sind Schokobons! Sie hat mir das Papier hier liegen lassen. Wo gibt's mehr? Wo gibt's die? Chat, wo habt ihr einen Stash? Ich sag's euch! Absolut schlimm! Absolut schlimm, ey! Ohne Spaß! Darauf erstmal Schokolade essen. Was zum... Oh Gott, das schlägt hier aus auf 3. Wart ihr das? Das war doch Muri, Mann. Oh das war Muri. Irgendjemand hat das Radio angemacht. Oh, oh. Was war das? Oh, sie boxt mich. Kita hat mich geboxt. Ich hab mich voll erschrocken. Sie hat die Tür aufgerissen. So ein Mistvieh. So ein Mistvieh, wirklich. Absolutes Mistvieh! Aber lass trotzdem morgen mal wieder Phasmo spielen. Ah, nee, Muri, du bist echt so ein Arsch. Irgendjemand hat immer mal das Radio angemacht. Habt ihr meinen Blick gesehen? Gerissen. Boah, ich war ja richtig angepisst. Boah, guckt ihr euch diesen Mad-Blick an, Alter. Die ist richtig durch. Die hat abgeschlossen. Richtig angepisst. Alter Schwede. So eine Mistgarke, Alter. So eine Mistgarke. Wie alt bist du? God is watching you. Und hey, da haben wir die zweite Mistgarke! Okay, ich nehm's zurück, ich spiele mit euch morgen kein Phasmo. In the dark street. In dem Spiel kann es ja mal sein, dass ein Geist so Dings macht, ne? Also singt. My hand in the dark street. You do, I know that I'll be safe. Oh Leute, EMF reagiert auf einmal. Leute, EMF reagiert! Erstens, geiler Übergang. Der Übergang war sehr sick. Das war sehr nice. Zweitens. Hab ich vergessen. Oh Leute, EMF reagiert auf einmal. Leute, EMF reagiert! Ich hätte Schlange auswählen sollen. Ich hasse ihn so sehr. Geh aus meinem Zimmer! Ich mein's ernst! Geh raus! Ich lache gerade! Aber geh raus! Halt's Maul! Hör auf, da hinten so blöd zu lachen! Was für ein Mistvieh! Was für ein Mistvieh, Alter! Hier sind wir übrigens bei meiner Zweitlieblingsspielreihe. Ich will aber die Häuser der Leute nicht abklappern, da sind das, das die tun. Oh, what the fuck! Genau aus solchen Gründen gucke ich in diese Häuser nicht mehr rein! What the fuck! Alter, ich habe das Spiel einfach nicht auf 100% am Ende gespielt. Weil ich einfach nicht mehr ertragen habe, in diese Häuser reinzugucken. Weil immer sowas passiert ist. Immer. Oh mein Gott. Meint ihr, ich kann die abwimmeln? Verdammt, ich kann sie nicht abwimmeln. Oh mein Gott.
Ich hab den Boss hier unter Kontrolle, keine Ahnung. Come on, Bobby, sagt er! Komm mal runter! Komm runter, ich hab den Boss unter Kontrolle! Stich hinten ab und man hört da nur hinten rumlachen! Schwein! Schwein! Ich helfe dir sofort, kleinen Moment. Ja, ich helfe dir sofort, kleinen Moment, nachdem du dich ausgelacht hast. Wie man es halt macht, verstehe ich ja auch, aber trotzdem. Ja, ich hol dann später mal den Pinsel raus und dann kommt einmal Farbe auf deinen Bitte Kopf. Bitte hol nicht deinen Pinsel hier raus. Lass das mal lieber. Ja, dann hab ich nicht gesagt, hier, eher im Kino dann. Lass mal lieber nicht machen. Drücke in der Luft R oder schüttel den Controller. Okay. Und los! Luft R oder schüttel den Controller. Okay. Und los! Oh mein Gott, sie sind echt noch viel hübscher. Ich dreh durch. Kommt mal, da ist ein Schmetterling! Und dachte ich so, komm schon, pack sie endlich aus die Kette, ich will diesen Alert triggern! Ja! Oh, es war wundervoll, absolut wundervoll. Ja, Spirit, das ist ein Schmetterling. Jetzt geh doch runter! Geh runter! Daumen, warum gibst du mir den Kopf? Was ist das auf? Wo denn? Wo denn? In deinem Rucksack? Im Worst Case? Einfach K.O. gehauen mit Lauch! Einfach mit Lauch K.O. gehauen! Schnauze. Wer wirft denn so? Du hast so geworfen! Hättest du so geworfen, Lenny, so rein! Du hast dich so geworfen! Nein! Ich bin rein! Nein, du blöder Pisser! Ich hasse dich, Mori! Ich hasse dich! Warum ist... Ich hab den gelöscht, den Clip! Das zählt nicht! Das zählt nicht! Ich hab den gelöscht! Och Mann! Ich hab den extra gelöscht, du Mistvieh! Ich hab den extra gelöscht! Och Mann!
sein, wirklich. Ja, auf Twitch! Warum? Oh, du bist so eine Arschkrampe, wirklich. Du bist so eine Arschkrampe. Ja, komm, gönnt euch. Hättest du so geworfen, Manny, so rein! Du hast ihn so geworfen! Nein! Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles! Diesen 600.000 Euro Rolls Royce habe ich in einem Monat verdient! Und wenn du wissen willst, wie das geht, schreib eine Nachricht, ich zeig dir! Ich hasse alles daran! Ich hasse alles daran! Warum mache ich solche Goals? Warum? Ich verstehe es nicht! Oh mein Gott. Nein, die Gruppe gibt's nicht! Das war Vergangenheitskitten. Ich kann mich mit dieser Vergangenheitskitten nicht mehr identifizieren. Sie war anders. Oder Film im TV aufnehmen und aufpassen. Bist du komplett bescheuert? Was sie fragt. Bist du komplett durch in deinem Kopf, Mori? Hat man... Wenn du penetrant bist und oh, zu mir, dann penetrierst du mich doch, oder nicht? Warum denn nein? Penetrieren ist was Sexuelles. Was echt? Ja? Nein. Doch. Das wurde daraus sexuell gemacht. Nein. Es wird... Also, umgangssprachlich ist nur was Sexuelles. Ich hab das Wort super häufig benutzt. Also, du hast jetzt... Du hast nein! Jetzt den Alert. Ich penetriere euch alle. Nein, nein, nein! Oh! Bin ich in den Konfrontation, wenn... Ich dachte, es kommt von penetrant! Wenn du penetrant bist, penetrierst du jemanden! Ich hab das so häufig gesagt! Ich hab das wirklich super häufig gesagt! Hör auf, mich zu penetrieren und so! Weißt du was denn? Dann denkst du, das weiß ich nicht! Weil ja alles gut ist, weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Weiß ich nicht! Reden wir nicht mehr drüber, okay? Du bist einen Schritt weiter gekommen! Schon fällst du wieder runter! Das ist so lustig, Herr Schmier! Das ist so lustig! Es ist einfach so cool! Die Controls machen auch so viel Spaß und sowas! Es ist schön. Es ist so schön. Es ist einfach toll. Es ist so toll. Es ist so wundervoll, ja. Ja, ja, ja. Es ist so... Sei mal ein bisschen entspannter, ey. Habt ihr diese Entspanntheit gefühlt in mir? Habt ihr sie gefühlt? Habt ihr sie gefühlt? Ja? 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 Okay, cool. 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 Deine Stimme aufgewärmt. Meine Stimme? Warte. Ja. Dein Hausarzt hat voll... Entschuldigung. Klingt ein bisschen wie meine Großtante, wenn ich zu Besuch kam. Das war auch einfach so cool. Ich hatte so viel Spaß mit Messi. Das war so cool, einfach wirklich. Und auch ein absoluter Fiebertraum. Das war auch ein Fiebertraum. Oh my fucking God! Was? Einfach Hype-Challenge durchgeballert, ey. Komm in Frieden. Was? Alter Schwede. Ich glaube, ich habe gerade was umgeräumt hier, aber... Was
Das war absolut krass. YouTube für euch. Ich reacte ja gerade live auf Twitch hier. Die Hype-Challenge war ja auf Twitch. Und zwar ist es so, dass du bei Twitch ja Subs und Donations und Bits und so bekommen kannst, wenn die Community es dir gerne spenden möchte. Ne? Und in dem Falle konnte man mit Subs und Bits diese Hype-Challenge füllen. Und dann von Level zu Level, und zwar gab halt ein Sub und ein Bit halt bestimmte XP. Und von Level zu Level hast du von Twitch dann bestimmte Goodies bekommen oder werde ich noch bald bekommen. Und es ging bis Level 11 und meine Community hat das Goal komplett auseinandergenommen. 2 Millionen Punkt, also 2 Millionen XP sollte man sammeln, oder könnte man, für Level 11, fürs Endlevel. Meine Community hat 2,6 Millionen XP gesammelt. Innerhalb weniger Tage, und das waren sehr, 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 sehr viele Subs und Bits und so. Und es war absolut insane, es war absolut verrückt. Und ja, wirklich, das war extrem. Das war extrem und nicht selbstverständlich. Und da wurde es gerade voll gemacht. Ja, bisschen sehr wild gewesen. Bisschen wirklich, wirklich wild gewesen. Ich glaube, das war sogar ein Tag, bevor es überhaupt beendet wurde. Das ging 10 Tage und am 9. Tag hat die Community gemeint, lass mal jetzt schon mal beenden. Wild. Wo ist die Zitrone? Das haben wir mit... Achso. Oh, es steht! Dieser Stopfer! Bumm. Habt ihr es gehört? Dieser Stopfer! In Herrgottes Namen! Oh, es steht! Das war... Ja. Nun. Nun. Ist das Schokolade? Schokolade! Entschuldigung. Vanillezucker, Vanillezucker! 2 bis 3 Packungen Vanillezucker, ja! Ich bin... Okay, okay, okay! Es ist vorbei, ich muss mich nicht mehr erklären. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Mehr Zucker, ja, lass uns alle 3 nehmen, ja, wir packen alle 3 Zucker rein, ja, wir brauchen mehr Zucker, Zucker, ja, mehr Zucker für mich, ja, wow, ja, Weihnachtszeit, sagt allen Bescheid, das Kitten kommt, euer Essen weg ist und keine Geschenke verteilt. Ey, Weihnachtszeit, sagt allen Bescheid. Das Kitten kommt, euer Essen wegfrisst, ja, dann ist Weihnachtszeit. Machst du die Tür auf, kommt sie hinein, frisst dir dein Schwein nicht weg, denn sie ist Vegetarierin. Aber alles andere wird weg sein. Also packt eure Snacks lieber weg. Hey, Weihnachtszeit. Absoluter Fiebertraum, diese Frau. Absoluter Fiebertraum. Oh, schön. Schön. Oh, das war toll. Dann noch mal einen riesigen Shoutout an alle, die so fleißig geklippt haben. Und an Dovie. Sie hat nämlich einiges rausgesucht. Eigentlich so gut wie alles. Mori hat, glaube ich, so ein paar ergänzt. Sonst hat sie alles rausgesucht.
Und an Mori fürs Zusammenklippen. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Und an jeden, der gerade am Start ist und das hier gemeinsam mit uns angeguckt hat. So much fucking love! Dankeschön. Ja, was soll ich sagen? Ich entschuldige mich für nichts. Das war Kitten 2023 und 2024. Ganz ehrlich, wir werden gucken, was kommt. Hauptsache, ich verliere den Spaß nicht. Denn ich liebe alles daran. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Was war euer Highlight hier bei mir, falls ihr bei mir schaut? Auch gerne die YouTube-Highlights. Ey, völlig fein. Für die Leute, die nur mich auf YouTube schauen. Und Dankeschön. Mua! Danke für 2023! Nikit, was ist das denn? Eine Abmod. Tschüss!